Hallöchen, heute gibt es meinen Lesemonat für den Monat März. Der ist verflogen, meiner Meinung nach. Und es ist tatsächlich schon, jetzt nichts Falsches sagen, ne? 3x4, ein Viertel von 2021 rum. Und wir befinden uns tatsächlich ein Jahr nach Beginn der Pandemie, was auch ziemlich abgefahren ist. Aber gut, das lassen wir mal alles beiseite. Ich habe hier einige Bücher liegen und die möchte ich euch heute zeigen. Hier neben mir liegen 8 Bücher, allerdings habe ich nicht alle gelesen. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Das allererste freut mich besonders, denn es ist von Susan Collins, die Tribute von Panem, tödliche Spiele, also der erste Teil der Trilogie. Ich habe den gelesen, weil ich ihn noch nicht kannte und weil vor allem es das Lieblingsbuch meiner besten Freundin Lisa ist. Ich habe mich sehr gefreut, mit ihr zusammen dieses Buch zu entdecken und zu lesen. Es hat leider meinen Geschmack nicht so richtig getroffen. Ich bin einfach irgendwie nicht so dystopisch zu begeistern. Und mir war es teilweise zu heftig. Einfach auch diese Vorstellung von dem ganzen Konzept, dass eben Kinder in eine Arena geschickt werden und sich gegenseitig umbringen müssen. Das ist schon ziemlich heftig. Ich denke, dass ich damit auch jetzt nicht großartig spoiler. Erstens weiß man das, glaube ich, so ziemlich, wenn man das Buch kennt sowieso, aber auch die Filme oder auch ohne das Buch zu kennen, wissen glaube ich die meisten, worum es grob geht. Katniss verfolgen wir hier hauptsächlich. Wir lernen auch noch Peter kennen, der eine wichtige Rolle spielt. Mir ist tatsächlich in dem Buch auch niemand so richtig ans Herz gewachsen. So richtig vermissen tue ich niemanden. Das finde ich etwas schade, aber vielleicht ist es auch der Teil, der so Dystopie und Jugendbuch vereint und der irgendwie mir nicht mehr oder gar nicht so liegt. Deswegen werde ich auch die anderen Bücher nicht lesen. Ich weiß grob, worum es in den Teil 2 und Teil 3 geht. Habe ich mir sagen lassen. Ich habe es ausprobiert, mein Bestes gegeben, aber mich konnte es leider nicht begeistern und faszinieren wie viele andere. Dann kommen wir zu meinem, vielleicht, ich weiß es noch nicht so genau, ob das mein Monatshighlight ist, Für immer vielleicht von Cecilia Ahern. Ihr seht, das Ganze hat schon eine schöne Rundung im Rücken, hat mehrere Leserillen, ist vergilbt und so weiter und so fort. Es ist definitiv nicht mehr das Neueste und es wurde schon sehr oft gelesen und geliebt, denn es ist mein Lieblingsbuch. Heißt, ich habe erst Lisas Lieblingsbuch gelesen und dann meins, beziehungsweise das war alles sehr überschneidend in diesem Monat, da ich irgendwann den Zustand hatte, dass ich mehrere Bücher angefangen habe und keins beenden konnte. Und dann dachte ich, ich brauche mal wieder mein Lieblingsbuch, um ein Buch zu beenden, weil ich das kann ich nicht einfach aufhören. Das geht nicht. In Für immer vielleicht geht es um Rosie und Alex. Die kennen sich bereits seit Kindertagen, blödeln quasi in der Schule herum, handeln sich da so einige Mitteilungen der Lehrerin auch ein und man verfolgt sie letztendlich so ihr Leben lang. Und es ist vom Konzept her ein bisschen wie 2 an einem Tag, wobei das hier zuerst da war. Also eher ist 2 an einem Tag, so wie Für immer vielleicht. Allerdings wird das hier nur erzählt in Briefen und nicht immer an einem bestimmten Tag, sondern einfach komplett, also chronologisch, aber in dem Sinne durcheinander. Also es gibt keine festen Zeitsprünge. Mal sind ein paar Tage rum, mal ein paar Stunden, mal ein paar Wochen, mal ein paar Monate. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich glaube, man könnte noch mehr optisch quasi vom Layout her rausholen. Hat man damals halt nicht gemacht. Das heißt, es ist einfach Text. Nebendran ist oft ein Symbol. Zum Beispiel gibt es Chatverläufe und dann ist da so ein kleiner Laptop-Bildschirm, wie auch immer, nebendran abgebildet. Es gibt so ein Brief-Umschlagzeichen nebendran. Dann ist es eben ein richtiger Brief. Oder was gibt es denn noch? Ein Ad-Zeichen gibt es noch für die E-Mails. Ein Stift für eine Notiz oder dergleichen oder für eine Karte, die geschrieben wurde mit der Hand. Und wir erfahren, also wir haben immer nur genau den Text, der auch da hin und her geschickt wird oder geschrieben wird. Ich finde, diese Geschichte ist so nah und so echt, ohne dass man eben das aktuelle Geschehen miterlebt. Das ist nur im Chatverlauf so. Aber meistens wird was nacherzählt oder irgendwas besprochen, was passiert ist. Und ich finde es so realistisch und ich liebe es einfach über alles. Der Film ist nicht ganz so mein Geschmack, aber auch den werde ich mir bald mal wieder anschauen. Auf Englisch Love Rosie und der Film heißt auch Love Rosie. Ich liebe einfach. Das ist für mich das liebste Buch von Cecilia Ahern und tatsächlich momentan noch, mal gucken, ob sich es nicht doch irgendwann ändert, mein absolutes All-Time-Favorite-Lieblingsbuch. Genug geschwärmt.
Wir kommen zu Martin Liebmann, Faul zu sein ist harte Arbeit. Das Ganze habe ich irgendwann schon mal ausgepackt mit Kamera, meines Wissens. Es war eine Kleinigkeit, die mir meine beste Freundin geschickt hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Da geht es so ein bisschen ums Entschleunigen und so verschiedene, ja, Bereiche werden letztendlich erzählt. Ich habe das immer mal wieder gelesen. Ich konnte es nicht so sehr am Stück lesen, dafür ist es mir doch zu sachbuchig quasi. Es ist zwar durchaus humorvoll geschrieben und mit einem zwinkernden Auge, aber ja, zu sachbuchig. Und es wird, wenn so ein paar Themen aufgegriffen, also manche Sachen, die technologisch zum Beispiel sich beschleunigt haben, dadurch, dass es eben zum Beispiel Kameras gibt, die jetzt unzählige, also mehrere tausend Bilder aufnehmen können. Und früher gab es immer einen Film und da haben, ich weiß es nicht mehr, 36 Bilder oder so drauf gepasst. Und dann musste man noch warten, bis man sie entwickelt hatte und so weiter und so fort. Man konnte sie nicht zwischendurch löschen und so. Also es war viel, viel aufwendiger. Man hatte quasi automatisch warten müssen auf Dinge. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Hier drin ist auch die Sprache von einem Verein, der quasi dafür da ist, für die Entschleunigung. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und letztendlich ist so eine kleine Erinnerung jedes Mal gewesen, immer mal wieder innezuhalten und dankbar für das zu sein, was wir haben. Einem bewusst zu machen, was Zeit braucht und dauert. Und letztendlich finde ich, ist das hier eine wunderschöne Metapher, Anspielung, wie auch immer, Fabel für meine Arbeit. Denn ich arbeite mit Menschen und wenn ich denen helfe, bin ich quasi täglich dabei zu erklären, dass wir Geduld brauchen, damit unser Körper wieder sich Sachen hinkriegt und heilen kann. Denn unser Körper kann wahnsinnig viel. Aber es dauert eben eine gewisse Zeit. Er nimmt sich die Zeit, beziehungsweise er braucht eben eine gewisse Zeit, um das hinzukriegen. Und das ist nicht schlimm, sondern das ist in Ordnung. Und ja, so eine kleine Erinnerung war dieses Buch. Absolute Überraschung für mich. Ich muss gestehen, eins, doch, genau. Das hier ist das erste Buch, das ich von meiner Rache beendet habe. Schande über mein Haupt, es ist Ende März. Ich habe tatsächlich schon ein Buch beendet. Nee, ich erzähle gleich noch zu den anderen etwas. Jiume, so wirst du da sein, mein erster Musso. Ich habe hier noch drei ungelesene stehen und darauf freue ich mich riesig, dass ich quasi nicht schon auf dem Trockenen sitze, sondern so ein bisschen was in petto habe. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich jetzt erst ein Musso gelesen habe. Ich verstehe die Begeisterung um den Autor, jedenfalls hat mir dieses Buch wahnsinnig gut gefallen. Ich sage nur so viel, ich habe am Ende geheult. Es hat so perfekt genau in mein Leben gepasst in dem Moment und es. Dieses Thema und dieses Buch hat auch so perfekt in mein Denken gepasst, dass ich dachte, das kann gerade gar nicht sein. Es geht um Dr. Elliot Cooper. Der ist so um die 60 und ist anerkannter Chirurg. Und man merkt, er ist so ein bisschen einsam und grübelt und ja, hadert mit seinem Leben, wie das so verlaufen ist und was so passiert ist. So, und dann kriegt er die Möglichkeit. Zumindest sagt ihm ein Kambodschaner, dass er quasi was ändern kann an seinem Leben, an seiner Vergangenheit und gibt ihm ja, so ein kleines Gefäß mit goldfarbenen, glaube ich, Pillen drin. So. Dr. Elliot Cooper probiert es aus. Wie Musso das auflöst und das gestaltet, ist einfach phänomenal und einzigartig. Das hier ist anders. Wirklich. Und hier, es war so eine schöne Geschichte. Ich kann es gar nicht anders sagen. Einfach so eine faszinierend schöne Geschichte. Und man merkt irgendwann auch, was dieses Bild damit zu tun hat, dieses Cover. Und ich finde das herrlich. Ich finde es einfach wirklich phänomenal. Und ich möchte viel, viel mehr von ihm lesen. Wie gesagt, ich war danach völlig aufgelöst in Tränen, konnte mich kaum mehr beruhigen. Ja, generell war irgendwie der Monat recht tränenreich. Ich kann es euch allen nur ans Herz legen, falls ihr diesen Musso oder generell Musso noch nicht kennt, bitte, bitte schaut ihn euch mal an. Es ist wirklich gut. Ich glaube, die Texte hinten drauf klingen so manchmal, überhaupt die Klappentexte, dass man denkt, ja, es kann ganz cool werden, aber es kann auch voll öde sein. Und es ist aber Ersteres, definitiv. Zumindest bei dem hier und ich bin sehr gespannt auf alle weiteren. Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Nein, ich weiß es eigentlich nicht.
Inhaltlich geht es darum, dass wir uns auf eine Reise begeben mit Carla, die erpresst wird. Sie ist eine Pflegehelferin in einem Altenheim und sie wird erpresst von der Altenheimbewohnerin Frau Kaiser. Und die begeben sich auf eine Reise. Recht viel mehr möchte ich nicht sagen. Was für eine Rolle die Pflanze von Frau Kaiser noch spielt, wen sie so unterwegs treffen oder aufgabeln, mit welchen Problemen sie es unterwegs noch zu tun haben, ist einfach nur überwältigend gut. Der Schreibstil hat mich mal wieder umgehauen. Diese Geschichte ist meines Wissens sehr, sehr lange bei Adriane gewesen und hat da gereift, ist gereift, ist gereift und ja, wurde, glaube ich, auch da jede Sekunde nur besser, die sie da noch lag und noch nicht veröffentlicht war. Ich finde sie grandios und deswegen kann ich gar nicht richtig sagen, ob das jetzt vielleicht mein neues Lieblingsbuch ist. Also so von allen Büchern, nicht nur von ihren Büchern, denn sie hat mich damit echt umgehauen, so richtig. Ich habe zwischendrin, ich glaube Leseabschnitt 2 war das bei uns in dem Fall, so um zwischen Seite 70 und Seite 150 oder so in der Richtung. Ich glaube, da habe ich schon angefangen und habe schon mal so richtig geheult. Sie hat mich mit allen möglichen Sätzen und Zitaten gekriegt. Ich habe ganz viel rausgeschrieben und ich lebe quasi immer noch so ein Stück weit in diesem Buch. Es ist so herrlich, die beiden zu begleiten auf der Reise und sie bleiben, wie gesagt, nicht nur zu zweit. Es ist so herrlich, Leute auf dem Weg kennenzulernen und die Geschichte wird so erzählt, dass wir auch immer wieder Rückblicke drin haben zu den Sommerspielen, also Olympische Sommerspiele 19, nee, waren gar keine Sommerspiele, ne? Im November ist ja keine Sommerspiele. Ah doch, weil da Sommer. Hä? Doch, Sommerspiele. Ich erzähle hier Schmarrn, ey. Olympische Sommerspiele 1956 in Melbourne, Australien. Und ich muss gestehen, dass diese Rückblicke, ich habe mich jedes Mal wahnsinnig darauf gefreut. Oft genug finde ich Rückblicke nicht ideal gestaltet und nicht so schön. Hier habe ich mich jedes Mal unfassbar auf egal was von beidem gefreut. Und diese Rückblicke, boah. Also, ich weiß gar nicht. Ich habe noch nie, ich behaupte einfach mal, ich habe noch nie so eine schöne Liebesgeschichte gelesen. Ich behaupte es. Und das, obwohl ich meine andere Liebesgeschichte habe, meine Rosie und Alex Geschichte, die ich auch über alles, wirklich über alles liebe. Ich habe trotzdem den Eindruck, ich hab noch nie in Rückblicken erzählt, in einer bestimmten Zeit, aus der ich einfach auch nichts lese. Das muss man auch dazu vielleicht wissen. Da ist das Verhalten der Protagonisten ein Stück weit anders. Und man hat es gemerkt, aber ich fand es richtig, richtig gut und authentisch. Ich habe noch nie so eine schöne Liebesgeschichte gelesen. Und ich freue mich sehr, dass ich es endlich gelesen habe und natürlich zusammen mit Lisa. Wir haben es beide absolut geliebt, wir haben beide geweint, wir haben beide ja, uns von Adriana das Herz herausreißen lassen, mitgelitten. Und trotzdem war das Ende perfekt. Ich kann es nicht anders sagen, das Ende war perfekt. Und wenn ich daran denke, muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder das Weinen anfange. Das sind alles eigentlich eher Freudentränen, weil ich daran teilhaben durfte, weil die so Herzschmerz wunderschön ist, diese Geschichte. Und ich finde auch einzigartig. Ich habe jetzt wirklich schon fast alles von Adriana gelesen, was sie bisher rausgebracht hat. Und ich liebe es. Ich liebe es einfach absolut und ich weiß, warum so viele Menschen davon schwärmen. Und ich weiß, warum es manchmal gut ist, Dinge ruhen zu lassen, damit sie gut werden. Das ist ein bisschen wie ein Käse, der reifen muss oder ein Wein oder wie auch immer. Es ist einfach wundervoll und ich bin absolut begeistert. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Und das ist, sie kann mich jedes Mal begeistern, Adriana, aber so sehr begeistern, dass ich eigentlich hier sitzen müsste und sprachlos sein müsste für die nächsten 10 Minuten, kann nur Adriana und ich, ja, ich liebe das. Ich liebe das absolut. So, wir kommen zum zweiten Buch von meiner Rache. Mögest du glücklich sein von Laura Marlina Seiler. Der Untertitel: Entdecke dein höheres Selbst und verbinde dich mit deiner inneren Kraft. Das Ganze ist relativ schwer, weil die Seiten sind so beschichtet und glänzend und so weiter. Finde ich etwas ungünstig, muss ich gestehen.
Und die Schriftart ist eine ganz andere und war mir so ungewohnt zum Lesen, dass ich es lieber angehört habe als Hörbuch. So, heißt, das zweite Buch für die Rache habe ich in dem Fall nicht gelesen, sondern gehört. Es hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gehört. Ich weiß nicht, wie aufmerksam beim ersten Mal. Deswegen war es eben noch bei meinen ungelesenen Büchern gestanden. Somit auch erledigt. Ich habe mich sehr gefreut, mich wieder da ein bisschen mit mir zu beschäftigen, wieder ein bisschen bestimmte Ideen und Inspirationen wahrzunehmen und auch aufzunehmen, um eben weiterzukommen im Leben, beziehungsweise damit man sich selbst wieder so ein Stück weit liebt und sich bewusst macht, was, ja, was wir so haben, was wir an selber schätzen können und was wir auch gerne auch noch ausbauen können, indem wir so ein paar kleine Übungen machen, die auch hier drin beschrieben sind. Deswegen geht es quasi darum, durch Meditation, durch verschiedene Achtsamkeitsübungen dorthin zu kommen, mit sich im Reinen zu sein, glücklich zu sein und dann eben auch das nach außen zu tragen und andere glücklich zu machen. Beziehungsweise, ja, vor allem erstmal der erste Schritt, Dankbarkeit zu fühlen, die Stärke in sich zu fühlen, die Liebe in sich zu spüren und daraus das Beste ziehen. Absolute Empfehlung, wer sich ein bisschen damit auseinandersetzen möchte. Allerdings kann man auch ganz viel schon über ihren Podcast Happy, Holy and Confident zum Beispiel mitkriegen, über ihr Higher Self Home. Das allerdings kostet, glaube ich, wieder was. Und natürlich gibt es noch die RUSU, die Rise Up and Shine University. Habe ich auch schon einmal mitgemacht und kann auch sehr viel weiterhelfen und bringen, wenn man sich mit sich beschäftigt. Und zwar sehr intensiv. Und es ist nicht immer einfach, aber ja. Ich fand es bisher immer sehr schön, mich mit Laura Marlina Seiler und ihren Inhalten zu beschäftigen. Jetzt kommen wir zu den beiden Sorgenkindern. Und zwar sind es diese beiden hier von Ellie Harris, Der erste, letzte Kuss, und von J.D. Salinger, Der Fänger im Roggen. Wir fangen mal hiermit an. Hier ist noch ein Lesezeichen drin. Vielleicht sieht man das. Das heißt, ich bin bei Seite 184 von 575 oder sowas in der Richtung. Das heißt, ich habe ich habe auf jeden Fall noch nicht mal die Hälfte gelesen von diesem Buch. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es beenden möchte. Ist ja aber auch ein Buch meiner Rache. Und dementsprechend habe ich mir dann eine Lösung überlegt. Warum gefällt es mir noch nicht so gut? Es gibt hier verschiedenste Rückblenden, beziehungsweise die Geschichte wird relativ durcheinander und nicht chronologisch erzählt. Soll das Ganze natürlich ein bisschen auflockern und so weiter. Ich verstehe das. Aber mich verwirrt es absolut. Weil ich kann mir nicht exakt diese Jahreszahlen merken. Ich bin absolut kein Zahlenmensch. Dann steht da Dezember 2001. Und dann steht beim nächsten Abschnitt Vorspulen. Und dann steht da August 2003. Ich denke so, hä? Was ist jetzt wann, wie, wo? Und dann baut natürlich mal eine spätere Sequenz auf eine viel, viel früher erzählte Sequenz direkt auf. Und ich weiß schon gar nicht mehr, in was für einer Situation beide sich da gerade befinden, Molly und Ryan, um die es hier geht. Und bin echt verwirrt. Muss ich gestehen. Deswegen mal schauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es beende, beziehungsweise ob ich es dann mag am Ende. Vielleicht verstehe ich es auch noch irgendwann. Das ist so die eine Sache und es ist natürlich auch wahnsinnig dick, ne? Das hält mich auch immer so ein bisschen davon ab, zu sagen, will ich es jetzt wirklich noch komplett lesen? Wenn es mich bis zur Hälfte nicht wirklich begeistert hat und nur noch mehr verwirrt hat, dann werde ich es vermutlich abbrechen. Noch ist es so erzählt, dass ich sage, ja, gut, ist schon noch in Ordnung. Aber so manche sprachlichen Dinge gefallen mir auch nicht so recht. Ja, und bei diesem Werk, Der Fänger im Roggen, ist es tatsächlich so, ich habe es nicht mal begonnen. War auch ein Buch meiner Rache. Und ich habe mir jetzt folgende Lösung überlegt, denn ich habe hier von meiner Tante eine Spardose in Eulenform bekommen. Die hat hier oben so einen Schlitz. Und ich habe jetzt überlegt, für jedes Buch, das ich nicht aussortiert habe oder beendet habe in dem jeweiligen Monat, bis zu dem ich es schaffen wollte, in meinem Fall sind es jetzt zwei Bücher, eins ist begonnen, eins ist noch nicht mal begonnen, gibt es jeweils 1 Euro, ich habe hier gerade nur ein 2-Euro-Stück, in meine Eulenspardose. Und was passiert dann danach damit? Ich kaufe mir keine Bücher, das wäre auch eine schöne Idee. Allerdings möchte ich es eigentlich dafür nutzen, um was zu spenden. Ich möchte hier an der Stelle einmal mich sozusagen dafür einsetzen, für die DKMS, die Deutsche Kre nee, nicht Krebs, die Deutsche Knochenmarkspende, oder die Organisation der Deutschen Knochenmarkspende. Da geht es darum, dass aufgrund verschiedener Krankheiten oft, wenn es Leukämie ist, also Blutkrebs quasi, dass diejenigen eine Knochenmarkspende brauchen, um weiterleben zu können. Dafür braucht man einen passenden Spender, den wiederum kann man finden,
dadurch, dass man sich selbst eintragen lässt in eine Kartei. Also, bei der DKMS kann man sich eintragen lassen, es geht relativ leicht. Man kann sich ein Set zuschicken lassen mit so einem Stäbchen oder so, Wattestäbchen, glaube ich, ist es. Und kann dann durch einen Speichelabstrich oder dergleichen kann man aufgenommen werden oder ja schon mal vermerkt werden in der Kartei. Ich kann das leider nicht machen, denn ich habe eine Autoimmunerkrankung Hashimoto und ich darf nicht da aufgenommen werden. Deswegen bin ich aber sehr dafür, was zu spenden. Ich habe nämlich damals den Entschluss gefasst, ich möchte mich da eben eintragen lassen in diese Kartei und hatte schon alles bei mir zu Hause und habe dann ja quasi direkt in dem Moment auch die Diagnose Hashimoto bekommen, habe mich dann informiert und nachgefragt und die Info gekriegt, nee, dann geht's nicht. Und das fand ich sehr, sehr schade in dem Moment. Also, ich habe so viel gespendet, dass 2 Spender aufgenommen werden können. Und dafür ja, setze ich mich auch gerne weiterhin ein. Ich glaube, seitdem habe ich nicht mehr gespendet. Befürchte ich. Ich werde das nochmal recherchieren. Aber ich habe mir jetzt eben überlegt, je nachdem, wie viel hier reinkommt. Ich habe noch so viele Bücher, da wird schon noch was reinkommen. Also für jedes pro Buch 1 Euro wird hier reingesteckt. Ich werde jetzt gucken, ob ich die beiden Bücher, die ich für dich schon mal gezahlt habe, die werde ich mal schauen, ob ich die jetzt im April vielleicht noch lese oder zumindest anlese und dann entscheide, ob ich sie abbreche, also auch aussortiere oder ob ich sie tatsächlich im April noch zu Ende lese. Das ist dann meine Entscheidung, aber ich habe sozusagen schon mal meine Schuld beglichen, indem ich was gezahlt habe. Je nachdem, wie viel am Ende des Jahres hier drin landet, werde ich mal schauen. Wenn ich mich recht entsinne, waren es so um die 35 Euro pro einen Spender, den man dann finanzieren kann. Ich würde das Ganze soweit natürlich aufrunden. Also entweder verdoppeln, das war schon grundsätzlich meine Idee, oder dann auf jeden Fall aber aufrunden bis zum nächsten vollen Spender, der dadurch finanziert werden kann. Also, wer Lust hat, sich einmal ein bisschen darüber zu informieren, sehr, sehr gerne. Mir liegt es, wie gesagt, am Herzen, auch wenn ich persönlich nicht betroffen bin, aber das könnte jeder von uns irgendwann werden. Und wir werden darauf angewiesen und deswegen finde ich so Dinge wie Blutspende, darf ich leider auch nicht machen, aber eben auch DKMS sehr, sehr wichtig und möchte mich dafür einsetzen. So, das war es jetzt aber dann von mir hier. Ein sehr erfolgreicher Lesemonat, würde ich mal sagen, vor allem inhaltlich, also vor allem qualitativ, denn mir haben alle Bücher bisher gefallen. Mein Lieblingsbuch war dabei, das ich zum wiederholsten Male, ich weiß nicht zum wievielten, zum x-ten Male gelesen habe. Und Goldene Zeiten im Gepäck, absolutes Highlight für mich. Noch mehr Highlight als Wirst du da sein von Chuyo Musso, der aber mich auch absolut begeistern konnte. Jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit im April. Ihr habt vielleicht ein wunderschönes Ostern, ich hoffe es zumindest. Deswegen frohe Ostern, alles Gute, macht das Beste aus der Zeit. Nutzt die Zeit vielleicht für gute Bücher und bleibt vor allem gesund. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Tschüss!